Let's go race, the motorsport channel for gamer. Servus zusammen zu einem neuen Video auf dem Let's Go Race YouTube Channel. Heute habe ich für euch das offizielle Videogame zur Supercross FIM World Championship. Das ist der neueste Motorradableger vom Entwickler Milestone. Und den stelle ich jetzt hier mal kurz vor. Dann fangen wir unten mal mit den Extras an. Hier haben wir Tutorials, wo erklärt wird, wie man zum Beispiel bestimmte Tricks machen, wie wir Kurven fahren sollen und so weiter. Dann hier über den Streckeneditor, Prestige, die verschiedenen Spielmodi. Und natürlich die Rennen. So. Dann können wir hier unsere Inhalte herunterladen. Da gibt es momentan diese beiden. Habe ich da nicht runtergeladen. Muss man sich, denke ich, auch auf Steam kaufen. Wenn sie was kosten, weiß ich jetzt nicht genau. Dann haben wir hier die Optionen. Einmal die Steuerungsoptionen. Ich teste momentan, also ich fahre mit dem Xbox One Controller. Ja. Ich fahre übrigens auf dem PC. Dann hier die HUD-Optionen. Da können wir mal gerade Meter auswählen. Die Karte, Timing-Anzeige, Renninfos, Drehzahl, Fahrernamen, Aktionen und Manöver. Da kann man sich da die ganzen Infos ein- oder ausblenden lassen. Dann haben wir die Grafikeinstellungen. Hier haben wir jetzt 1920x1080 Pixeln. Das entspricht Full HD. Ist auch das Maximale, was in diesem Spiel möglich ist. Ich habe die Nvidia GeForce GTX 970 eingebaut. Also die packt das hier ja locker. Die könnte auch mehr. Aber ist eben das Maximale, was das Spiel hergibt. Sieht aber trotzdem sehr geil aus. Also merkt man eigentlich nicht, dass es nur Full HD ist. Unten ist auch alles auf maximal eingestellt. Dann haben wir die Bildkonfiguration, eben die Gamma-Korrektur, Audio. Hier können wir die Karriere zurücksetzen oder unseren Fahrer, den wir hier in der Mitte sehen, den wir uns erstellen können. So, dann haben wir hier den Streckeneditor. Da können wir eine neue Strecke, die momentanen Strecken bearbeiten oder eben das Tutorial. Hier auf Anpassen können wir unseren Fahrer und unsere Motorräder bearbeiten. Gehen wir jetzt mal auf die Fahrraddaten. Können wir jetzt hier alles eingeben: Nummer, Region, Start, Gewicht, Gesichtstyp und Größe. Kann ich jetzt mal gerade durchgehen. Da gibt es diese. Ich glaube, 10 Stück sind es. Ja. Ob sich die Größe auf das Fahrverhalten auswirkt, weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Habe ich jetzt nichts drüber gelesen. Dann kommen wir zum Fahrer-Outfit. Da habe ich jetzt schon ein bisschen was gemacht. Sieht man hier, das hier wäre das Standard-Outfit gewesen. Da haben wir 4 Konfigurationsmöglichkeiten. Da habe ich mir hier schon was gekauft. Einmal einen neuen Rennanzug und eine neue Halskrause. Es gibt eine extrem große Auswahl, wenn man das hier mal so sieht, was hier an Helm alles dabei ist. Insgesamt 24 Hersteller, aus denen man auswählen kann. Das ist um einiges mehr als beim Motocross-Spiel. Da ist es vielleicht mal die Hälfte. Ja. Ja, da holen wir jetzt einfach mal. Gehen wir hier auf Arai. Nee, was ist das? Aviator. Kosten 50.000 Credits. Man bekommt so für eine Durchschnittsplatzierung bekommt man so 7.000 Credits. Also man muss schon ein bisschen fahren,
um sich so einen Helm leisten zu können. Schutzbrillen sind ja nicht ganz so teuer. Die kosten dann 10.000. Ein Anzug. Jetzt mal von Alpinstar. Ja, 40.000. Gibt auch welche, die teurer sind. Hier 50.000. Dann die verschiedenen Stiefel. Auch wieder eine sehr große Auswahl. Die Halskrause, da habe ich mir jetzt schon eine neue gekauft. Da war am Anfang diese rote, da habe ich jetzt diese gekauft. Die kosten auch so 10.000. Und dann können wir uns hinten noch so eine Art Sticker hinten drauf machen. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Motorrädern. Da gibt es zwei Klassen, einmal die 450er und die 250er Klasse. Es sind immer die gleichen Hersteller: Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, Suzuki und Yamaha. Ich habe KTM schon freigeschaltet, da das der Hersteller war, den ich am Anfang beim Erstellen des Profils ausgewählt hatte als Standardmotorrad. Wenn ihr euch da Kawasaki holt, dann ist eben für euch Kawasaki frei. Ich müsste Kawasaki jetzt noch freischalten. Hier zum Beispiel 200.000 Credits, um dieses Motorrad freizuschalten, also um eben Yamaha freizuschalten. Ob man dann gleichzeitig 450 und 250 kann, weiß ich nicht genau. Kann natürlich sein. Man hat ja auch gleichzeitig beide KTM. So, das sind dann alle Motorräder. Gibt es noch was? Ja, kommen wir jetzt hier zum Mehrspielermodus. Da muss ich, denke ich, nicht viel erklären. Ist eigentlich in jedem Spiel gleich. Dann im Einzelspielermodus haben wir das Einzelevent, also ganz normal Rennen fahren, Zeitrennen, eben, ja, Zeitfahren eben. Dann haben wir hier die Karriere. Da haben wir 450 Kubik, 250 East und 250 West. Die 250er sind beide schon freigeschaltet. Könnten wir jetzt hier ja schon eine Karriere starten. War ich jetzt auch noch nicht drauf. Wo sind wir jetzt? Einzelevent. Ja, jetzt sind wir auf dem Einzelevent. Da haben wir auch wieder diese drei Klassen. Da würde ich sagen, da fahren wir jetzt auch mal. Fahren wir mal hier auf 250 West. Fahren wir jetzt zuerst mit unserem Fahrer mal eine 250er Klasse und dann später mit einem offiziellen Fahrer und vielleicht auch mit einem anderen Hersteller die 450er Klasse. Dann gehen wir hier mal auf die Streckenauswahl. Da können wir auswählen zwischen den Online-Strecken, die andere erstellt haben, und den offiziellen Strecken. Ja, eigene Strecken habe ich noch nicht. Da holen wir natürlich jetzt mal die offiziellen Strecken. Da gibt es diese hier. Das war jetzt bei West. Jetzt holen wir noch einmal East. Sind dann diese hier. Da gibt es auch wieder Unterschiede, zum Beispiel Detroit. Sehen wir hier bei den Rennoptionen, haben wir beim Wetter Halle. Da gibt es eben kein Wetter, das man auswählen kann. Wenn wir dann auf, ich meine, Daytona wäre es gewesen, ja, Daytona gehen, da können wir dann verschiedene Sachen auswählen, wie wolkenlos, wolkig, Regen, nasse Strecke oder willkürlich. Da fahren wir jetzt einfach mal auf Wolkenlos. Hier der Renntyp haben wir One-Shot, Semi-Pro und Real Thing.
Da fahren wir jetzt mal One Shot. Rennlänge machen wir kurz. Ja, da gibt es noch mittel und realistisch. Sieht man ja unten, wie lange es dauert. Kurz zum Beispiel 5 Minuten, mittel 10 Minuten, realistisch ca. 20 Minuten. Die KI-Schwierigkeit können wir sehr leicht, leicht, mittel, harte oder realistisch stellen. Da fahren wir jetzt auf mittel. Fahrphysik unterstützt oder normal, holen wir normal. Gelenkbremsen machen wir ein. Da können wir sie einfach noch ausschalten. Gibt es natürlich, wenn man solche Sachen natürlich ausschaltet, gibt es nochmal mehr Credits dazu. Auch hier beim Fahrergewicht, wenn man dies auf manuell einstellen würde, bekommt man nochmal 15% mehr. Aber das mache ich jetzt mal noch nicht. Ich bin noch nicht so oft gefahren. Ich glaube, 2-3 Rennen bin ich jetzt gefahren. Rearwind machen wir aus. Ja. Fahrauswahl lassen wir mal so. Dann starten wir mal das Event. Ich habe mir das Spiel für den PC bei MMOGA gekauft. Dort kostet es 28 Euro. Dann gibt es das noch von Instant Gaming. Die verkaufen es für 24. Da war es allerdings nicht mehr verfügbar, deshalb habe ich es für MMOGA bei MMOGA gekauft. Und ja, die Links mache ich unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Die Ladezeiten sind auch ziemlich kurz. The World Center of Racing. Muss man nicht lange warten. Legendary Daytona International Speedway. Win here and your name is forever etched in the history books. But first you have to conquer the sandy course carved out of the trioval. Hi everybody, I'm Ralph Shaheen. Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship is set to fight for the glory that comes with winning at Daytona. He has the speed and the style that makes him a fan favorite. Okay, wir gehen auch mal alle Fahrer durchgehen. Es sind 22 Fahrer. Und hier außen starten wir. Da können wir hier jetzt noch einmal Bike-Einstellungen machen, wenn man das will. Eben verschiedene Einstellungen machen wir aber jetzt mal nicht. Get ready. The gate is about to drop. Here we go. Da oben in der Mitte, wofür man überall Punkte bekommt. Für Sprünge unter verschiedenen Tricks bekommt man eben extra Punkte. Ja. Wenn man das Streckenlayout nicht kennt, dann ist das Timing der Sprünge natürlich ziemlich schwierig. Da müsste man schon ein bisschen Zeitfahren vorher machen, um alles richtig zu timen. Thank you.
können wir jetzt noch einmal eine andere Sicht ausprobieren. Zum Beispiel diese, die ist etwas weiter weg. Dann die Fahrersicht. Da werden mal schön abgeräumt. Bekommt scheinbar auch noch Punkte abgezogen. Da gibt es noch die Helmsicht. Die KI ist manchmal noch ein bisschen zu aggressiv. Gibt's da nicht. Kann scheinbar auch auf den Köpfen der anderen fahren. Ich finde auch, die 52er Klasse ist schwerer zu fahren wie die 450er. Die 450er lässt sich irgendwie viel besser handeln. Races we have seen in a while. The final results show us how the 250 riders crossed the line. That was definitely not the type of performance he was hoping for. He was never really a factor in the race and is going to have to find a lot more speed if he wants to. So. Ja, wir haben jetzt gesamt 4800 Credits bekommen. Ist natürlich der Position geschuldet. Hier bekommen wir dann noch Prestigebelohnungen. Ah ne, ich glaube das... Doch. Sind jetzt Level 12. Haben jetzt auch noch neue Sponsoren bekommen. Für die 250er Klasse. Ich denke, das ist dann später für die Karriere. So. Dann fahren wir jetzt noch einmal mit der 450er Klasse. Holen uns zuerst eine andere Strecke. Fahren wir einfach mal in Las Vegas. Stellen wir jetzt hier auch mal Regen ein. Und dann noch einen anderen Fahrer. Holen wir jetzt einfach mal Yamaha. Ja, eine
blaue Yamaha. Zum Beispiel, das hier ist nicht Yamaha. Oder? Ne, es war Suzuki. So, jetzt aber. Und starten das Rennen. Las Vegas. It's a city well known for crowning champions. Hi, everybody. I'm Ralph Shaheen, live at Sam Boyd Stadium. The racers are trying to pump themselves up, visualizing how the race will unfold. Who will shine in the bright lights of the stadium tonight? Are you ready for the Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship main event? The Nevada Desert will roar to life as we drop the gate. The crowd is into it tonight. That will definitely get these riders pumped up as they wait for the gate drop. Get ready. The gate is... Wieder kein guter Start. Ganz fair. Also ich muss schon sagen, die Sprünge sind sehr, sehr schwer zu timen. Ja, das hier war klar. Gerade so 100 drauf. Thank you.
ich jetzt zum Beispiel Punkte für einen Schiff vom Trockenen zum Regen, also vom Handling her. Nicht, dass es irgendwie schwammiger wäre oder so. Die erste Runde war ja dann ganz okay. Die ersten waren, naja, nicht so besonders. Quick look at the final results shows how they crossed the line in the 450 main event. The top three riders will now be making their way to the podium for the celebration. That was a race he will try to forget quickly. All you can do is put it behind you, get back out to the practice track and start preparing for the next race. Sagen, dann machen wir jetzt noch ein Rennen oder vielleicht auch mal Zeitfahren. Machen wir mal Zeitfahren. 450er Klasse auf einer anderen Strecke mal. Und wir einfach mal Seattle. Wollen wir nochmal einen anderen Fahrer. Hier mal eine Suzuki.
denke, das Fahren muss ich noch ein bisschen üben. Aber ich denke, wenn man da ein paar Rennen gefahren hat, hat man da den Dreh auch raus. Auch mit der Hinterradbremse ein bisschen zu arbeiten. Das hier war jetzt zum Beispiel alles mit der Hinterradbremse gemacht. Ich fahre zwar jetzt mit gekoppelter Bremse, aber ich kann ja trotzdem nur die Hinterradbremse benutzen. Ich meine auch, die Suzuki fährt sich jetzt ein bisschen anders wie die Yamaha. Da ist das Handling etwas besser, finde ich. Kann ich natürlich etwas täuschen durch die Strecke. Vielleicht liegt mir auch die Strecke einfach mehr. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mal hier. Danke fürs Zuschauen. Ich lasse euch noch ein bisschen alleine mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.